Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 3. Beim letzten Mal sind wir in der Tempelstadt Al-Shedim angekommen und haben da insgesamt zwei Wassermagier wieder getroffen. Einerseits den Obersten der Wassermagier, Saturas, der irgendwo da vorne ist, glaube ich, irgendwo in der Richtung auf jeden Fall. Da ist sein Zelt. Und den Wassermagier Myxir. Und die haben uns gleich aufgeklärt, dass es sich bei der Ork-Ausgrabungsstätte, zu der wir gegangen sind, nachdem wir den Tempel bei Morasul abgeschlossen haben, dass es sich bei dieser Ork-Ausgrabungsstätte wohl wirklich auch um einen Tempel des alten Volkes handelt und dass mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in diesem auch ein göttliches Artefakt liegt, und zwar irgendwas Rüstungsähnliches, Robenähnliches oder ein Gewand, also irgendwas für den Körper auf jeden Fall, wie wohl in den alten Schriften steht. Allerdings, auch wenn wir das wissen, haben wir insgesamt zwei Probleme leider. Und zwar das erste ist, dass wir wie für den Tempel von Morasul 5 Schlüssel brauchen, um überhaupt erst den Tempel öffnen zu können. Saturas hat bereits einen gefunden und hat anhand des Fundortes eine Karte erstellt mit den möglichen Standorten der restlichen Schlüssel. Wir sehen sie hier und wir sehen dabei auch gleich, dass die Stadt Al-Shedim wohl so ein bisschen in Kasten unterteilt ist. Wir erinnern uns ja, Yakendar, das Volk von Yakendar war ja auch Teil des alten Volkes. Und da haben wir von diesen Kasten ja schon einmal gehört. Also genauso von der Kaste der Priester, der Totenwächter, der Krieger, der Heiler. Und das ist dann wahrscheinlich die Kaste der Gelehrten. Und hier scheinen diese verschiedenen Kasten ja auch mehr oder weniger räumlich getrennt voneinander gelebt zu haben. Und scheinbar hat jede Kaste nach der Schließung des Tempels einen Tempelschlüssel zur Verwahrung gekriegt, den sie halt irgendwie verstecken sollte, wenn dann die Flut kommt, dass ihn eben scheinbar keiner wiederfindet. Nun gut, aber Saturas hat wie gesagt diese Karte erstellt und mit dieser sollte es uns möglich sein, die restlichen 4 Schlüssel zu finden. Den bei den Priestern finden wir natürlich nicht, den hat ja wie gesagt Saturas. Aber mal schauen, ob wir die restlichen Schlüssel finden. Allerdings haben wir, wie gesagt, noch ein zweites Problem und das sind wohl die Orks selbst, denn ja, wir befinden uns ja, wie gesagt, hier bei einer Ork-Ausgrabung und das heißt, die Orks sind beim Tempel und graben dort nach Artefakten und es wird wahrscheinlich auch ziemlich unwahrscheinlich sein, dass uns der Ork-Anführer einfach so in den Tempel lässt, wenn wir die 5 Schlüssel gefunden haben. Wir erinnern uns da an den Ork-Anführer von Morasul. Und deswegen haben wir schon, naja, eine kleine Allianz mit den Nomaden gegründet, um im Notfall direkt gegen die Orks ziehen zu können, falls es zu einem Kampf kommt. Aber ich würde sagen, wir gehen als nächstes erstmal selbst zu den Orks und schauen mal, ob die nicht vielleicht doch mit uns zusammenarbeiten wollen und wir vielleicht sogar um einen Kampf drumherum kommen. Und gleichzeitig können wir dann auch schauen, ob die Orks vielleicht schon Schlüssel gefunden haben. Gut, aber bevor wir jetzt zu den Orks gehen, möchte ich noch eine Kleinigkeit zeigen. Und zwar hier oben haben wir so eine Steintafel der Priester. Wir erinnern uns ja, ich zeige es nochmal auf der Karte, wir sind ja momentan im Viertel der Priester. Und in diesem Viertel gibt es halt verschiedene von diesen Steintafeln. Da sehe ich zum Beispiel noch eine im Sand. Und da oben liegt auch noch eine. Ist eine normale Steintafel, okay. Auf jeden Fall, da können wir verschiedene von diesen Steintafeln einsammeln. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie viele es genau sind. Und können diese dann zu Saturas bringen. Der kann damit bestimmt was anfangen. Und das gibt es natürlich für jede der Kaste. Ob ich die ganzen Artefakte finde, weiß ich noch nicht. Das muss ich mal schauen. Das will ich jetzt aber an der Stelle schon sagen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich alle Artefakte finde. Aber ich sag mal so, ich habe ja einen kleinen Trick, um mir das Ganze ein bisschen leichter zu machen. Aber naja gut, darum kümmern wir uns später. Ich denke, ich ziehe als erstes mal wieder die ganze Sache, damit es besser aussieht. Und dann gehen wir als erstes mal zu den Ork-Ausgrabungen, die da vorne zu sein scheinen. Denn da sehe ich schon die Zelte der Orks. Hier haben schon die Nomaden um Vutras Stellung bezogen. Wir haben ja gesagt, wir müssen die, beziehungsweise wir werden uns eventuell den Nomaden anschließen, wenn mit den Orks nicht zu verhandeln ist. Und wir müssen aber dafür auch erst noch die anderen Nomaden hier in Stellung bringen, wurde uns gesagt. So, aber wie gesagt, ich würde ganz gerne jetzt erstmal mit dem Anführer der Orks hier reden. Aber wen haben wir denn da? Den guten Mann kennen wir doch. Das ist doch nicht etwa Lester, oder? Ich will nur kurz die Felsnessel noch mitnehmen. Was machst du denn hier? Hey, Lester. Wie ist es dir ergangen? Die Orks haben mich am Pass aufgegriffen und durch die Wüste geschleppt. Erst haben sie mich buddeln lassen. Aber dann haben sie mitgekriegt, dass ich die alten Tafeln lesen kann. Das hat mir so eine Art Sonderstatus eingebracht.
Mann, die Tafeln sind super. Steht zwar viel Unfug drin, aber ich merke, wie meine magischen Kräfte wachsen. Ich spüre sogar die Magie, wie sie durch die Ruinen fließt. Ich habe Tamkosch das mit den Schlüsseln gesteckt. Jetzt will er, dass ich ihm den Tempel öffne. Ah, ja, das mit den Steintafeln haben wir ja von Myx hier schon gehört. Da stehen wohl auch teilweise Liebesbriefe und Rezepte drauf, Kochrezepte. Aber ich habe ja schon beim letzten Mal erwähnt, warum sollte das alte Volk nur wirklich Sinnvolles aufschreiben? Warum nicht einfach mal ein Kochrezept? Sowas muss man ja auch mal aufschreiben. Ja, und dann hat er also dem Ork-Anführer jetzt schon gesagt, dass er wohl die 5 Schlüssel braucht, um den Tempel zu öffnen. Naja gut, vielleicht können wir dann ja mit ihm da ordentlich drüber reden, wenn er schon Bescheid weiß. Auf jeden Fall. Hast du Steintafeln? Hier, nimm. Die kenne ich schon. Oh, super, danke. Und? Hast du schon Schlüssel gefunden? Dachte ich mir doch, dass du deshalb hier bist. Einen habe ich gefunden, bei den Ruinen der Heiler. Pass auf, Tamkosch will das Artefakt für sich. Also wenn wir in den Tempel gehen wollen, sollten wir ihn und seine Orks erst loswerden. Okay, also Tamkosch will wohl wirklich das Artefakt für sich, wie Lester sagt. Das heißt, wir müssen sie wahrscheinlich wirklich loswerden, um sicher an den Tempeleingang überhaupt zu kommen. Hast du einen Plan? Wir werden die Hilfe der Nomaden brauchen. Darum solltest du dich kümmern. Saturas ist auch hier. Er wird dir bestimmt helfen. Verstehe. Ja, das wissen wir ja schon. Ich sag mal so, ich werde erstmal mit dem Ork-Anführer reden. Vielleicht gibt's ja da doch noch irgendwie eine Lösung. Gib mir deinen Schlüssel. Hier ist der Schlüssel für den Tempel. Ich bin bereit, dir zu folgen, wenn du meine Hilfe brauchst. Okay, damit haben wir schon einen Tempelschlüssel erhalten. Er hat ja gesagt, er hat ihn irgendwo bei den Heilern gefunden. Das heißt, das Gebiet ist damit wahrscheinlich auch abgeschlossen. Ich sag mal, wir gehen eh nochmal alle Gebiete ab, aber hier brauchen wir auch nicht nach einem Schlüssel dementsprechend suchen. Das ist ja schon mal ziemlich gut, sag ich mal. Gut. Dann würde ich sagen, reden wir mal mit dem Ork-Anführer, der da vorne zu stehen scheint. Zumindest hat er diesen mächtigen Umhang. Hey. Was macht ihr hier? Wir öffnen den Tempel, Mora. Und du? Warum hast du keine Schaufel und buddelst? Naja, ich hab da so einen kleinen Vorschlag. Lass uns gemeinsam den Tempel öffnen. Wir sind Krieger. Wir verhandeln nicht mit Moras. Aber... Nein! Okay, das scheint wohl wirklich nichts zu werden. Nun gut. Wenn der Typ nicht verhandeln will, dann müssen wir uns halt mit den Nomaden behelfen. Und mit diesen dann dementsprechend die Orks angreifen. Aber ich würde sagen, wir finden erstmal die restlichen Schlüssel, bevor wir den Angriff wagen. Auf jeden Fall. Gut, wie gehen wir jetzt vor? Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal noch ein bisschen bei den Häusern der Priester um. Gehen dann zu den Totenwächtern und so weiter. Und gucken, ob wir die restlichen Schlüssel finden. Also hier in den 3 Gebieten sollten wir ja noch Schlüssel finden. Aber bevor wir das machen, würde ich ganz gerne zu der Ruine da oben gehen. Denn... ich möchte mal gucken, was sich dort befindet. Auf jeden Fall sehe ich dort schon Galgen und ich sehe... ach, warum gibt es überall Sandcrawler? Ah, keiner weiß es so genau. Alter, sind das viele. Von denen gibt es echt viele. Die sind ja noch weiter verbreitet als die Minecrawler, habe ich fast das Gefühl. So, mal gucken. Komme ich euch mit den 2 Schwertern gut entgegen? Also ich meine, der Vorteil ist, dass ich sie öfter treffen kann und dadurch ihre Ausdauer schneller runterkriege. Und gerade wenn es so viele sind... das ist eigentlich auch nicht schlecht. Haha, daneben. Aber genau das ist das Problem. Okay, ich ziehe das Schild. Ja, ich habe Lester jetzt natürlich nicht mitgenommen. Ihr kennt ja meine Meinung zu den NPCs hier. Ja. Das Problem ist halt, sie rennen gerne in Monstergruppen rein. Man muss ständig auf sie warten. Und ja, deswegen hatte ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust, Lester mitzunehmen. Ist ein bisschen böse, ich weiß. Er ist ja so eine Art Freund von uns, aber... nun ja, ich sag mal, wenn ich einen mitnehme, dann sollte der auch schon ein bisschen was drauf haben. Und wir wissen ja, Lester ist jetzt auch nicht der Kampfexperte schlechthin, ne? Von daher, also wenn es ein Wassermagier gewesen wäre, hätte ich ihn vielleicht sogar mitgenommen. Dann hätte er uns gerade hier ein bisschen helfen können. Aber Lester kann wirklich nur eins, und zwar, ja, die, ein bisschen die Monster ablenken. Und dafür jedes Mal auf ihn zu warten und zu riskieren, dass er jedes Mal in die verdammten... Gegner reinrennt, ist vielleicht auch nicht so gut. So, und jetzt will ich mal ganz kurz einen Trank schlürfen. Die haben mir doch mehr gezogen, als ich da erwartet hätte, muss ich sagen. Hätte gar nicht gedacht, dass die Sandcrawler so stark sein können. Aber na gut. Auf jeden Fall werdet ihr alle sterben. Ich frage mich, wenn es so viele Sandcrawler hier gibt, gibt es dann vielleicht... aber ich glaube, das habe ich mich ja schon mal gefragt, wo es da so viele Sandcrawler... wahrscheinlich sind Sandcrawler im Gegensatz zu Minecrawlern halt bloß ein bisschen... na, die wandern vielleicht so ein bisschen. Die haben bestimmt auch eine Königin. Sie sind ja scheinbar eine Unterart oder eine Art der Minecrawler.
Und wahrscheinlich wandern die auch. Ja. Aber, Quatsch. Oh. Wandern. Jetzt war ich schon mit dem Kopf weiter als mit dem Mund. Beziehungsweise mit dem Mund weiter als mit dem Kopf. So rum. Ist ja auch egal, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, wahrscheinlich haben die auch eine Königin, aber wahrscheinlich ziehen die dann weiter und bleiben nicht wie die Minecrawler in der gleichen Mine. So, und bevor ich jetzt hier irgendwie noch genervt werde, kümmere ich mich noch um die restlichen Sandcrawler. Also während die Minecrawler dann in der dementsprechenden Mine bleiben, wo sie scheinbar geboren werden und wahrscheinlich dort auch so ein bisschen ihre Königin beschützen, ziehen diese Sandcrawler wahrscheinlich, ja, durch die gesamte Wüste und verbreiten sich. Was mit der Königin wird, weiß man wahrscheinlich nicht. Vielleicht wird einer zur Königin später. Ich meine, ich sehe ja jetzt auch keinen Geschlechtsunterschied, um mal ehrlich zu sein. Vielleicht sind da ein paar Weibchen dabei und die werden dann mit einer Zeit auch zu einer Königin. Also die dementsprechenden Erbanlagen natürlich dafür haben. Ist wahrscheinlich wie bei den Bienen, da werden ja auch nur die mit den entsprechenden Anlagen zur Königin. Warum rede ich jetzt eigentlich über Bienen? Na, wer weiß, weil ich hier gerade meine Lieblingsbeschäftigung nachgehe und Sandcrawler klatsche und das ja somit das Langweiligste ist, was man sich vorstellen kann, ne? Ich meine, ich muss mich nicht mal ordentlich konzentrieren. Das ist leider wirklich die Art, die am leichtesten, die einfach runter zu meschen ist hier. So. So viel dazu. Jetzt kann ich auch da hochgehen. Das Tolle ist, die sterben manchmal so, dass man noch das Gefühl hat, als würden sie noch leben. Der da vorne zum Beispiel. Der sieht doch aus, als würde er noch leben, oder? Mal ganz ehrlich. Wird das eigentlich schon wieder Abend? Nein, oder? Nein, nein, es ist erst 10.22 Uhr. Es sah bloß auf einmal so dunkel aus hier. Wo ist denn die Sonne gerade? Keine Ahnung. Na, wer weiß. Ach du Scheiße, nein, nicht ihr schon wieder. Ach, auf euch habe ich ja jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock. Aber ich möchte gerne gucken, was es hier oben gibt. Fällt mir erst jetzt auf, dass man hier nie eine richtige Sonne sieht. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Vielleicht ist sie auch irgendwo und ich übersehe sie gerade. Bloß, ja, in der Richtung ist es auf jeden Fall ziemlich hell. Was überall eigentlich ziemlich... Da? Ich weiß nicht. Wird es irgendwo ein bisschen heller? Nee, das ist jetzt nur ein Sandsturm, der aufzieht. Na, wer weiß. Vielleicht kann man die auch sehen und ich bin zu blöd gerade nur dazu. Den Mond kann man, glaube ich, auf jeden Fall sehen nachts. So, na gut, dann kommt mal her, Freunde. Erstmal voll in die Fresse schießen. Wie viel sind denn das eigentlich? 3? Reihe gehen ja noch. 4. Na, klasse. Eigentlich würde ich euch erstmal wieder eure Dummheit ausnutzen wollen und einzelne Oger rausziehen. Perfekt. Dann komm her, Freundchen. Komm mal her, komm mal runter hier. So, jetzt sind deine Kumpel weg. Jetzt gibt's aufs Maul. So, ach, an der Stelle wünschte ich manchmal sogar, ich hätte sogar eine Zweihandwaffe schon. Mit der hätte ich wahrscheinlich ein etwas leichteres Spiel. Ach du Scheiße, läuft da hinten eine Mumie rum? Alter, lass mich in Ruhe. Danke. Ja, da scheint ein Friedhof zu sein. Gar nicht mal unlogisch, dass da eine Mumie rumläuft. So was, dann gucke ich mich da gleich auch mal um. Wenn das nur eine Mumie ist, dann sollte ich die ja relativ einfach fertig kriegen. Hole ich mir die mal schnell und guck mal, was wir da für Gräber haben. Bevor ich mich weiter mit den Ogern anlege, zumal ich dann hier sowieso den Vorteil haben könnte, dass ich hier den Weg nach hinten frei habe. Und ich eigentlich keine Lust habe, wenn ich hier irgendwann die Oger nach hinten treibe, dass ich dieser Mumie begegne. Zum Glück ist die so unglaublich langsam, dass sie mir nie dass sie mich nie erreichen wird. Es sei denn, ich treffe jetzt eine ganze Weile nicht. Aber sie bleibt ja zwischendurch auch immer wieder stehen. Alter, wie viele Pfeile die schon im Kopf stecken hat, ne? Und den letzten in die Eier. Ah, und nicht. Ging nur in den Oberschenkel. Außerdem schießt man keinem in die Eier. Wie kam ich denn jetzt auf die Idee der armen Mumie? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. So. Kann ich hier wieder ganz tolle Grabschändungen eigentlich betreiben? Ich glaube, das ist doch ein besonderes Grab, oder? Kann ich hier nicht Grabschändung betreiben? Schade. Das sieht nach so einem besonderen Grab aus, wie eins von einem Krieger. Ich meine, das ist doch ein Helm, oder? Aber das da kann ich doch graben, oder? Ja, genau. Bei diesen gekreuzten, bei diesen gekreuzten Händen immer so ein bisschen. Naja, gut, doll ist es jetzt nicht, aber Schaden tut's auch nicht, ne? So, und dann kümmere ich mich mal weiter um die Oger. Ich komme aber nicht von der Seite, da habe ich nicht so viel Rückziehmöglichkeiten. So, jetzt müssten da ja noch 3 sein, ne? Ja, wird wieder ein Spaß. Warum haben wir es immer wieder mit Ogern zu tun? Ach, naja, was soll's. Komm her. Zack. Boah,
Schöner Treffer. So, ich will eigentlich den Einzelnen, muss ich gerade sagen, rausziehen. Erstmal, deswegen mache ich mich mal ein bisschen schneller zurück. Also wie gesagt, gegen zwei würde ich auch noch kämpfen, aber wenn es möglich... Nein! Halt! Ehrlich? Jetzt kommen sie alle wieder. Okay, zack. Okay, zwei gehen auch noch. Jetzt habe ich aber, glaube ich, gerade den nicht dabei, der den Pfeil schon in der Birne stecken hat, ne? Super. Hat sich echt... War ja dann echt schlau von mir. Alter. Au. Au, Freunde. So nicht. So haben wir nicht gewettet. Also, dass ihr hier zurückschlagt, das geht ja mal gar nicht. So, ein Trinken kurz. Hey, cool. Hab ich ja doch noch rausgezogen irgendwie. Zack, hier, friss den. Und guck mal, hast du den... Oh, wie die immer voll ins Gesicht gehen, ne? Hey, diesmal habe ich den Schlag gewonnen, obwohl er ungefähr gleich geschlagen hat. Na gut. Sachen gibt's. Ach, jetzt komm schon, weich nicht weiter zurück. Das macht das Ganze auch nur etwas langweiliger, beziehungsweise macht dein Leben auch nur um ein paar Minuten länger. Oder ein paar Sekunden eher. So, Ogre, bevor du zu deinem Kumpel zurückgehen kannst, hau ich dich mal weg. Alter, hör auf, seitlich zu laufen. Ich hasse es, wenn sie seitlich laufen, zumal man nie weiß, wann sie eben stoppen. Deswegen weiß ich nicht, kann ich jetzt noch seitlich schießen? Das ist mir schon oft genug passiert, dass ich halt seitlich geschossen habe und in den, genau dem Moment bleibt er stehen und dann ist der Pfeil... Ja gut, ich meine, es ist nur ein Pfeil, aber trotzdem. Alter, hörst du gefälligst auf damit? Stirb einfach, blödes Mistvieh, danke. Alter, wie sie immer Schnaps dabei haben, ne? Schnaps oder Wein haben die, glaube ich, immer dabei. Diese Säufer. So, und jetzt sollte ja nur noch einer da sein. Und dann können wir uns auch da oben mal ein bisschen genauer umsehen. So, Ogre Nummer 4, bitte. Ach, da kommt er. Ach, ich dachte schon, der hat mich schon gesehen, aber er ist nur zufällig gerade in meine Richtung gelaufen. Die haben hier, ich glaube nicht, dass die Ogre, die hier aufgehängt haben, ist die Frage, sind die noch, die sehen schon ziemlich verrottet aus, aber wer hat die hier aufgehängt? Aber die sehen noch, also die sehen noch nicht so weit verrottet aus, dass man sagt, dass die noch vom alten Volk sind, weil dann wären es eigentlich nur noch Skelette und selbst davon dürfte nicht mal mehr alles übrig sein. Dann müssen die Orks aufgehängt haben, oder? Oder die Assassinen, als Mahnmal, aber wer weiß. Sieht eigentlich eher aus, als hätten die Orks sie ja aufgehängt, vielleicht für die Nomaden. Vielleicht sind das tote Nomaden hier. Eieiei, sieht das schon mies aus. Ah, und hier haben wir eine schwere Truhe. Schön. Sowas gefällt mir. Hier kriegen wir... Oh, ein... ein Paladin-Schwert. Das ist nice. Jetzt muss ich mal gucken. Lege ich natürlich mindestens das auf die 4 schon mal. Und jetzt gucke ich mal kurz. Es wäre dann genauso stark wie unser Bastard-Schwert, wenn ich es schärfe. Dann könnte ich natürlich... aber ich kann es momentan noch nicht schärfen. Aber ich könnte natürlich sagen, ich packe dann erstmal, bis ich ein zweites Bastardschwert kriege, das Bastardschwert weg. Und hau dann das kämpfe dann mit zwei Paladin-Schwertern. Dann sehen die auf jeden Fall auch gleich aus. Das wäre natürlich ideal, ne? Eigentlich schon. Ich glaube, so mache ich das dann auch. Aber halt erst, wenn die geschärft sind, dann. Ich mich jetzt echt noch um die kümmern. Ach, kommt her. Das wäre dann ideal, denke ich. Weil dann sieht es auch geiler aus. Ah, jetzt macht es auch nur 10 weniger Schaden. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das gleich mal. Ich lege hier gleich mal ein bisschen was um. Jetzt kämpfe ich ja eh noch mit dem Schild. Von daher. Ist das eh erstmal egal. So, komm her, blödes Mistvieh. Jetzt stirbt doch ein... Alter, wie viele sind denn das schon wieder? Das muss ja echt ein Nest sein. Das kann mir doch keiner erzählen. Ich habe zu viel gesehen, um zu wissen, dass das hier ein Nest sein muss. So, komm schon. Jetzt komm schon, gib einfach den Geist auf, verdammt. Ja, danke. Da ist deine Ausdauer langsam dahin. So, und jetzt du noch. Muss ich dir auch erstmal wieder die Ausdauer runterschlagen. Es sei denn, du machst solche Sachen. Das geht natürlich auch. Und zack. Das war's gleich mit dir. Schön. Kümmere ich mich um die anderen da auch noch. Und jetzt sind wir gleich wieder... So schließt sich quasi der Kreis. Jetzt sind wir gleich wieder da vorne. So, noch ein bisschen Wasser hinterher kippen. Ich wollte ja kurz... Wisst ihr was? Ich mach's jetzt so. Ich leg das auf die 1.
Also ich leg mal alles ab. Warte. Ich leg das auf die 1. Ziehe das, dann ist das nämlich das Hauptschwert. Und leg das andere wieder auf die 4. Und ich nehme das andere Bastardschwert dann erst, wenn ich ein zweites Bastardschwert kriege. Und so sieht's dann nämlich... Jetzt haben wir nämlich auch ein Paladin-Schwert zusammen dann mit... Jetzt haben wir entweder zwei Paladin-Schwerter oder ein Paladin-Schwert plus Schild. Jetzt will ich bloß ganz kurz was gucken. Es ist jetzt auch das Richtige angelegt. Ja, das ist ja klasse. Dann komm mal her hier, da noch. Ich mach mal auch noch fertig. Oh, das sieht wieder so aus, als könnte ich da graben. Na, kommt schon. In your face. Wie gesagt, das ist jetzt nicht ganz so stark wie das Bastardschwert, erst wenn es geschärft ist. Aber ich werde das dann bei Gelegenheit noch schärfen. Ich hätte mal bei den Orks gucken können. Die haben doch bestimmt was zum Schärfen. Ich komme ja bei denen nochmal vorbei. Dann gucke ich mal, ob ich das nicht schärfen kann. Dann ist es, wie gesagt, genauso stark wie das Bastardschwert. Und wie gesagt, sobald wir dann ein zweites Bastardschwert haben, wird das natürlich wieder abgelöst, weil wir dann natürlich anstatt einem guten Paladin-Schwert und einem schlechten Paladin-Schwert, dann werden wir natürlich mit zwei guten Bastardschwertern kämpfen. Also mit zwei Bastardschwertern, die stärker sind als das zweite Paladin-Schwert. Ist nicht ganz leicht zu verstehen, vielleicht, das gebe ich zu, aber ich denke, man kann es so nachvollziehen, so ungefähr, was ich hier sagen will eigentlich. So, jetzt du noch, Freundchen. Gehört das hier eigentlich auch noch zu den Priestern hier oben? Da vorne ist auf jeden Fall ein Koop. Guck mal gleich auf die Karte. So. Ach komm schon. Das sind die letzten Versuche hier irgendwas zu reißen, ne? Es scheint nicht zu den Priestern zu gehören. Wir sind nicht mal mehr auf der Karte drauf. Ich gehe mal ganz kurz noch an den Koop. Ja, kann man nehmen. Also ist auf jeden Fall nichts Schlechtes. Und dann war doch hier irgendwo noch so ein Grab. Da. Ja, Grabplünderung ist natürlich eigentlich nicht so nett, aber... Was ist denn dein Problem? Du sollst graben, verdammt. Boah, es hat sich ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Gut, dann gehen wir mal wieder ins Viertel der Priester zurück. Und ich würde sagen, wie wir uns daran machen... die verschiedenen Artefakte hier zu finden und natürlich auch die ganzen Tempelschlüssel. Das alles seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 3. Bis dahin. Ciao.